Auf jeden Fall, das war das geilste Spiel. Ich fahre seit 69 jetzt her auf der Pizza, wo ich je erlebt habe. Eins der tollsten Erlebnisse, die ich als Zuschauer in Kaiserslautern hatte. Einmalig. Also so ein Spiel kommt nie wieder. Das war, also für die damals als Zuschauer, war das ein Jahrhundertspiel. Sehe ich heute noch Gänsehaut. Und der Seppert einen Ball nach dem anderen aus dem Tor rein. Ach, das war Wahnsinn. Ein sensationeller Tag. Nur auf dem Pizza erlebt man das. Ja, jeder Angriff war ja ein Tor dann von Lauden. Ich habe mit der Kleinen heiß getan. Gegen Bayern München haben wir gewonnen. Das war einfach die Sensation schlechthin und davon spricht man ja auch noch heute. 7:4. Alle reden davon. Seit fast 40 Jahren mittlerweile. 7:4 schlägt der 1. FC Kaiserslautern Bayern München und das nach eigenem 1:4 Rückstand. Ein Jahrhundertspiel natürlich für alle Lauterer. Die Mutter der Siege über die Bayern hier auf dem Betz und deshalb hat es natürlich auch einen Ehrenplatz verdient hier im FCK-Museum. Steht sogar noch über einem legendären 5:0 gegen Real Madrid oder über dem unvergessenen 6:2 zum Abschluss der Meisterschaftssaison 91, 7:4. Von einer großen Sportzeitung sogar zum geilsten Bundesligaspiel aller Zeiten erkoren. 20. Oktober 1973. Die Welt beschäftigt sich mit der Watergate-Affäre. Die Bayern beschäftigen sich mit ihrer Krise, eben nach dieser 4:7-Blamage hier auf dem Betze. Weißt du noch? Das haben wir viele Zeitzeugen gefragt. Und Antworten werden in der nächsten halben Stunde solche Leute wie Franz Beckenbauer oder der damalige FCK-Trainer, wer war es? Erich Ribbeck, genau. Und viele andere. Und auch einer, der leider nicht im Stadion, aber ganz Ohr war. Unterwegs im Auto hat meine Frau gesagt, unästhetisch und schalt euch, macht mir den ganzen Nerven da kaputt und ich soll Auto fahren. Aber irgendwie stand es dann plötzlich 4:0. Und da hat sie gesagt, Ausschluss, Feierabend. Und wir gehen in die Wohnung vom Guy, wie wir dort waren. Und unbemerkt bin ich hinten hin und habe eingeschaltet. Und da stand es plötzlich 4:4. Ich habe geschrien, die Italien hat mich später für verrückt erklärt. Die Leute denken, da oben hat einer jemand umgebogen oder wer ist der Teufel. Und da habe ich das dann am Radio und am Schluss noch miterlebt, das 7:4, ja. Und hier in seinem Stadion, im Fritz-Walter-Stadion, früher einfach nur der Betzenberg, da haben sich noch mal 6 der damaligen Helden zusammengefunden. Klaus Toppmöller, Fritz Fuchs, Ernst Diehl, Herbert Laumann, Hermann Bitz und Dietmar Schwager. Ja, und die FCK-Fans, die schwärmen immer noch von diesem 7:4. Klaus Toppmöller, wie oft sind Sie darauf angesprochen worden in den zuletzt fast 40 Jahren jetzt mittlerweile? Ich glaube, fast jede Woche einmal. Denn das Spiel ist unvergesslich. 1:4 Rückstand, 7:4 Sieg, das war schon ein sensationelles Spiel. Vielleicht sogar das tollste Spiel der Bundesliga-Geschichte, den 1:4 und 7:4, 6 Tore Unterschied dann aufzuholen, das ist schon eine absolute Supersache. Also zu diesem Topspiel aus mittlerweile 50 Jahre Bundesliga ist es ja auch gekürt worden. Wann war Ihnen das klar, dass das sowas für die Historie, für das Pfälzer Herz war? Eigentlich erst ein paar Jahre später, ne? Also wenn man heute eben durch die Stadt geht, wird immer noch darüber gesprochen, wie der Klaus das sagt. Also das ist unwahrscheinlich und damals nach dem Spiel war das gar nicht klar oder die ersten Tage. Das war einfach nur Freude pur. Aber ich denke, zur damaligen Zeit war das ja nichts Außergewöhnliches, dass wir gegen Bayern München gewonnen haben. Das kam ja öfters vor. Ja, ja. Nur dieses Zustandekommen dieses Sieges, das 7:4, das war die eigentliche Sensation. Und deshalb wird heute noch darüber gesprochen. Das 7:4 nennen FCK-Fans heute in einem Atemzug mit der Mondlandung oder dem Fall der Mauer. Sie wissen noch ganz genau, was sie damals gemacht haben. Ich habe die ganzen Spiele, die Heimspiele vom FCK in diesem Jahr gesehen. Nur das Spiel habe ich nicht gesehen. Aber hin und her habe ich gedacht, Mensch, ich Idiot. Da war ich gerade im Krankenhaus oder in der Klinik gelegen und bin operiert worden und habe das Spiel am Radio verfolgt. Ja, ich weiß, dass ich damals verletzt war, dass ich 3-4 Tage vorher eine Gipsschale bekam für mein Knie. Und es war damals sehr beschwerlich, überhaupt hochzulaufen. Ich habe in London gearbeitet, werde das niemals vergessen. Ich bin nachher an diesem Tag durch alle deutschen Clubs durch, noch, was es damals gab. Und das war eine Riesensache. Unvergesslich. Für alle, die doch ein paar Erinnerungslücken haben, hier das Musikvideo zum Spiel.
Es ist ein Ding, wo ich euch unbedingt erzählen muss. Im Betzeberger Fußballguck verzählt das Blues. Ein paar haben schon auf der Bäm gehockt. Der Paul und ich, wir haben jedenfalls ganz hinne gestanden und so gut wie nix gesehen. Neben uns hat einer gestanden. Der war viel kleiner als wir, hat aber eine Wäukistchen dabei gehabt. Ach, hätte man doch auch eine Wäukistchen mitgebracht. Wann das Spiel angefangen hat, könnte ich ihn jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich weiß nur, dass sie all ganz still war sind. Der Mann auf dem Wäukistchen hat ganz blass ausgesehen und gesagt, die anderen täten vieren und das Spiel wäre großenteils vor unserem Tor. Der Paul hat gescholl. Die Flasche, die kennen sowieso kein Fußballspiel. Das muss er wohl so um die 30. Minute gesagt haben. Gerstorf im freien Raum und 1:0 bereits nach 5 Minuten. Flanke oder Torschuss, jedenfalls Torwart Elting hat sich verschätzt. Es steht 2:0 in der 13. Minute. Uli Hoeneß, abseits wird reklamiert. Gerd Müller, das heißt 3:0 nach genau 36 Minuten. Ja, Pirung. Und 3:1. 2 Minuten vor der Pause. Was war denn in der Kabine los? Halbzeit. 1:3 zurückgelegen. Ja, wir hatten kurz vor der Pause durch den Sepp Pirung das 1:3 gemacht und haben uns gesprochen, nochmal alles zu versuchen. Wir waren ja öfter mal im Rückstand in der Halbzeit und wir wussten ja immer um unsere Stärke und mit Unterstützung der Zuschauer, dass da nochmal was geht auf dem Betzenberg, ne, in der zweiten Halbzeit. Und deswegen sind wir raus nach dem 1:3, wie Klaus gesagt hat, Sepp macht das 1:3 kurz vor der Pause und da war noch was drin für uns. Und dann haben wir gesagt, alle, ja, wir gehen raus, das packen wir noch. Wieder Beckenbauer, wieder ungedeckt. Laumen greift an. 4:1 in der 57. Minute. Ein halbes Jahr später wurde dieser FC Bayern deutscher Meister und Europapokalsieger der Landesmeister. Doch über die nun folgenden 30 Minuten reden sie in München bis heute äußerst ungern. Deshalb haben wir unseren Außenreporter Marcel Reif losgeschickt, der seinen Freund Franz Beckenbauer mit einer Schlagzeile überrascht. Erinnerst du dich an den 20. Oktober 1973? 20. Oktober 1973. Zitat am 22. Kapitän Beckenbauer. Ich werde ein paar harte Worte zu sagen haben. Ehrlich, Riesensitzung. Was war da? Ich hatte dein Auswärtsspiel. In Kaiserslautern. Ja, ich kann mich erinnern, da haben wir 4:1 geführt. Ja, und dann? Und dann haben wir einen Platzverweis bekommen. Ich glaube, Gerstorf ist vom Platz geflogen. Weiß ich jetzt nicht mehr, kann ich mich nicht mehr erinnern. Wenn ein Platzverweis gegen die Bayern ist, ist er nie berechtigt. Weiter gut. Also geht schon mal los. Und dann haben wir angefangen, den Gegner zu unterschätzen. Und das haben die Kaiserslauterer, ich weiß, ich sehe dein Gesicht als lauterer Teufel. Ja. Aber wir haben dann leider 7:4 verloren. Noch 4:1 führen, das müsst ihr mal vorstellen. Was den Kaiser aus München heute noch fassungslos macht, war für alle im Stadion auch damals unvorstellbar. In der Ostkurve. Nach dem 4:1, die Kurve wurde immer leerer, die Zuschauer, die gingen nach Hause. Und als das Spiel zu Ende war, die Kurve war fast wieder gefüllt. Es war also, war schon sensationell. Haben Sie das wirklich während des Spiels mitgekriegt, dass ich da so alles geleert habe? Man kriegt das ja mit, weil die Hütte war ja ausverkauft. Ja. Und plötzlich wird die Kurve leer und die Leute waren natürlich enttäuscht. Das sehe ich heute noch vor mir, die Südtribüne, die Gänge waren voll, die Leute gingen weg. Und ich glaube, keiner im Stadion hätte da für den FCK noch einen Pfifferling gegeben. Wir waren noch nicht mal groß erschüttert, dann, als es 1:4 stand. Also das war halt mal wieder so ein Tag, wo die großen Bayern halt das Spiel gewinnen. Und da kannst du halt nichts machen. Unser Leben geht ja weiter in Laude. Wir messen uns ja nicht wirklich mit dem FC Bayern. Als richtiger FCK-Fan verlässt man nie das Stadion vor der 91. Minute. Das hat man in Kaiserslautern damals schon gelernt und gewusst. Ich habe immer gesagt, beim Fußballspiel geht man nicht vorher weg. Das stehst du jetzt durch in der Erwartung, es wird schrecklich. Normalerweise muss man das denken, wenn man gegen Bayern spielt und 1:4 im Rückstand ist, das ist das Spiel verloren. Ja, aber dass die Mannschaft sich dann nochmal so aufgerappt hat und so ein großes Spiel gemacht hat, ja, da hat niemand dran gedacht und ich persönlich auch nicht. Der Knackpunkt war, glaube ich, dass wir beim Stande von 1:4 innerhalb von 1 oder 2 Minuten auf 3:4 rankamen. Und da haben die Leute schon gemerkt, oh, hier geht noch was. Sandberg, der mir heute gut gefiel,
Laumen. Gestoßen von Huber, aber weiterspielen. Topmöller. Und genau in den Winkel. Sepp Maier kommt nicht mehr an den Ball. 2 Minuten später nur 4:2 für den FC Bayern. Als es 2 und 3:4 fiel, da ist natürlich, da geht, wie man so schön sagt, dem einen die Muffe und der andere, der kriegt Auftrieb. Maier erlässt sich viel Zeit. Gespielt sind etwa 60 Minuten. Schlechter Abschlag. Topmöller verfehlt den Ball. Großes Durcheinander, Pirrung und nur noch 3:4. Die große Aufholjagd, von der sie bis heute an den Stammtischen erzählen, hatte begonnen. Wir sind 1, 2, 3, immer voll dabei. Und auch jede Zeit, Tag und Nacht, bereit. Hier im Pfälzerland hat man längst erkannt, wer den Witze noch nicht kennt, hat im Leben viel verpennt. Tja, und wer dieses 7:4 verpennt hatte, der hatte natürlich in der Tat was verpasst. Seit fast 4 Jahrzehnten wird dieses legendäre Spiel an allen möglichen FCK-Stammtischen diskutiert. So auch hier drin, im Gasthaus Quack. Und da sitzen mehrere hundert Jahre FCK-Euphorie an einem Tisch beisammen. Guten Abend, meine Herren! Guten Abend! Ja. Sie haben eben so schön gesungen, wer den Benz nicht kennt, hat was verpennt. Ja. So, wer hat das legendäre 7:4 nicht verpennt, sondern war direkt dabei? Hand hoch. So, Herr Tienes, was haben wir dann für eine Erinnerung? Ja, da stand ich nach 73 war das, 73. Und erst 77 habe ich so die Kontakte zum FCK beruflich gehabt. Und vorher war ich so wie jeder alle hier. Und ganz normale Fan. Ganz normaler Fan, stand auf einer Holzkiste, weil ich ein bisschen klein gewachsen bin. Damals durfte man das noch, ne? Auf Holzkisten. Ah ja, natürlich. Und dann ist der Seppel Pirrung auf Hochtouren gelaufen. Ich glaube, er hat, glaube ich, 3 oder 4 durchgeschossen. 3. Seppel Pirrung, was war das für ein Typ? In diesem Spiel hat er den Hebel herumgelegt. Das Publikumsliebling war es, ja. Witz. Und rechts steht Schwager. Herrliche Parade von Maier. Pirrung und aus unmöglichem Winkel erzielt der kleine Außenstürmer sein 3. Tor und damit den Ausgleich 4:4. Seppel Pirrung machte an diesem 20. Oktober 1973 das Spiel seines Lebens. Danach wollten ihn die Bayern unbedingt kaufen, doch er hielt seinem FCK die Treue. 1997 kam er für Fernsehaufnahmen noch einmal an die Stätte seines Triumphes zurück. Seppel Pirrung ist immer bescheiden geblieben, bis zu seinem Tod mit gerade mal 61 Jahren. Vor 3 Jahren, glaube ich, bin ich mal durch Kaiserslautern gegangen mit einem Freund und habe mich vor ein Café gesetzt. Und dann kam von innen ein schlanker, nicht allzu großer Mann raus und kam auf mich zu und fragte, ob er ein Autogramm haben könnte. Und ich guck den Mann an und sag, ich kenne Sie. Dann sagt er, ja, wissen Sie, ich bin der Seppel Pirrung. Und da habe ich gesagt, Herr Pirrung, das meinen Sie nicht im Ernst, dass ich Ihnen ein Autogramm gebe. Würden Sie mir eins geben? Sie sind eines der großen Idole meiner jungen Jahre. Also das war ein sehr, sehr berührender, bewegender Moment nochmal. Pirrung ist inzwischen tot, viel zu früh gestorben, aber bleibt auch durch dieses 7:4 unvergessen. Seine 3 Tore machten den Sieg erst möglich. Und ich laufe dann nach außen und haue dann eine Balle mit Vollspann genau da oben in den Winkel drin. Und das war natürlich ein super Tor. Da stand es 4:4. Ich muss sagen, das hat aber alles geklappt. Hermann hat mir den Ball hochgelegt und ich habe ihn voll getroffen an die Latte. Pirrung schiebt ihn rein. Das sind alles so Dinge, die klappen dann auf einmal. Super Tor, ne? Unsere Stärke war ja immer nach vorne zu spielen, hier im eigenen Stadion. Ja. Wir haben uns ja auch nicht versteckt. Wir sind hier raus, die Zuschauer waren da und wir haben
bedingungslos nach vorne gespielt. Der Funke ist ja immer übergesprungen, da muss er vom Platz überspringen auf der Tribüne. Und der ist dann übergesprungen und kam zurück. Und da ging natürlich die Post ab und vielen anderen Spielen auch. Und wie dann plötzlich die Post abging. Schon wieder ein Tor? Oder doch nicht? Schiedsrichter Bonnacker pfeift abseits. Aus irgendwelchen Gründen hat er eine Kummer. Die diskutieren schon, war ich schon weg und jetzt pfeift er irgendwas, pfeift er. Ich liege hinten in der Ecke. Das war ganz ernst. Ja. Ich ist aber noch nie gegangen, weil du so Mathe oben drauf gehst. Ja. Seppel Pirung und Klaus Toppmöller, ein Traumpaar im Sturm. Der Toppmöller war ein ganz, ganz wertvoller Stürmer. Hätte man nur heute einen Toppmöller. Oder einen einzigen Ernst Diehl. Der hielt die Abwehr zusammen und schoss auch noch Tore. Sein wichtigstes an diesem 20. Oktober 1973 zur erstmaligen Führung des FCK. Kaiserslautern jetzt klar überlegen. Die Bayern mit nur 10 Spielern halten sich meist in der eigenen Hälfte auf, kommen kaum noch zu Kontern. Toppmöller, er steigerte sich jetzt. Diehl und er erzielt das 5:4. Das war in der 84. Minute. Als Kapitän und Torschütze wurde ihm nach der Partie noch eine besondere Ehre zuteil. Kurz nach dem Spiel kam unser Präsidiumsmitglied August Diehl in die Kabine und sagt, also das ZDF möchte, dass du ins Sportstudio kommst. Ja, bin ich halt hingefahren. Ne? So einfach? So einfach, ja. Wer hat ihn gesehen dann? Wenn die Vorgesetzten gesagt haben, fahr da hin, dann bin ich natürlich hingefahren. Ist klar. Ja, klar. Damals hat man noch gehört. Ich habe ihn nur gesehen. Ja, war zu spät. Eigentlich wollte Harry Valerien ja den Bayern-Trainer im Studio begrüßen. Der war aber nur noch zu einem Kurzinterview auf dem Platz bereit. Ja, wann hat man je ein solches Spiel mit solch unterschiedlichen Halbzeiten gesehen? Ich jedenfalls noch nicht. Und wann hat der FC Bayern je so verloren? Nach dem 4:1 habe ich geglaubt, dass wir das Spiel noch nach Hause bringen können. Aber wir sind dann immer nervöser geworden, anstatt ruhiger zu werden. Und dann kam noch der Platzverweis von Gersdorf hinzu und das war dann der letzte Schock. Bei uns läuft im Moment alles daneben. Neben mir steht Ernst Diehl, der Mannschaftsführer vom 1. FC Kaiserslautern. Ich möchte zunächst herzlich gratulieren. Wie war es danach in der Kabine? Was hat die Mannschaft selber noch gesagt? Wir konnten es eigentlich kaum fassen. Ne? Das ist natürlich eine tolle Sache, dass wir Bayern München geschlagen haben. Ne? Aber das war irgendwie, wir konnten es selbst nicht fassen. Ich glaube, Sie können es jetzt noch nicht ganz fassen. Ja, das stimmt. Also wenn Sie das erlebt hätten, meine lieben Zuschauer, wie das da war, wie es danach zugegangen ist. Die Leute haben gesagt, sie müssen unbedingt heute im Studio Entsprechendes darüber bringen, worüber wir keinen Zweifel hatten. Aber ich war nicht sicher, dass Sie heute bei uns Studiogast sein werden. Ich darf mich sehr herzlich bedanken, dass Sie da waren, so schnell gekommen sind und danach bitten, dann noch auf unser Torwand zu schießen. Und auch da macht der Ernst Diehl eine gute Figur. Als zweiter Lauterer nach Fritz Walter trug er sich in die Liste der besten Schützen ein. Jürgen Krapowski von Eintracht Frankfurt schlug er locker mit 3:1 Treffern. Haben Sie ihm zugetraut, dass er 3 Stück macht in der Torwand? Der Eins war schon immer ein großartiger Techniker. War für mich nicht überraschend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Löscher hat sie größer gemacht. Genau. Na, stimmt das? Was? Dass der Löscher größer war. Alles nur Neid. Ja, meine Vorteile waren, oder die waren schon im technischen Bereich. Das stimmt schon. Ja, ja. Torjäger war ich schon immer. Zum Torjäger mauserte sich in diesem Spiel auch ein Ex-Gladbacher, Herbert Laumen, mit der Nummer 10. Großartige Stimmung jetzt auf den Rängen. Man hatte natürlich mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass der 1. FC Kaiserslautern, der ja in den letzten Heimspielen so arg enttäuschte, diesen 3-Tore-Vorsprung der Bayern wettmachen könnte und sogar in Führung gehen konnte. Laumen vorbei an Roth und ein herrlicher Schuss genau in den Winkel. 6:4 durch Herbert Laumen in der 87. Minute und die Freude ist verständlich. Ja, war alles happy. Vor allen Dingen nach dem 1:4 Rückstand, dass das überhaupt noch so weit gekommen ist. Das konnten wir eigentlich alle nicht begreifen. Das war dann wie eine Droge. Das war dann einfach ein Rausch. Das war, ja, das ist der Herbert jetzt. Rausch, ne? Die kriegen ja gar keine Ball mehr, die Weißen. Das war typisch Laumentor. Antäuschen, mitnehmen. Super. Die hat er schon Gladbach gemacht so. Die waren demoralisiert. Die konnten das selbst ja nicht begreifen. Das war ja eine Vorführung, letzte halbe Stunde. Die konnten ja gar nichts mehr machen. Der Franz hat nur noch abgewunken. Die wussten gar nicht, was ihnen geschieht.
Die wollten ja gar nicht mehr anspielen. Wir haben den Ball auf die Mittellinie gelegt, jedes Mal. Dass es schnell gegangen ist und die sind nicht mehr gekommen. Hast du dann harte Worte gefunden in der Kabine nachher? Ich war sprachlos. Wie alle anderen auch. Also, als Lauter muss ich dir sagen, wir danken euch für diesen wunderbaren Samstag. Das werde ich nie vergessen. Ja, ja, haben wir öfters auch, sagen wir mal, ist uns öfter zugeteilt worden. Und die Lauterer sprechen heute noch davon. Das freut uns natürlich. Die Bayern selbst, bis auf Beckenbauer, die wollten gar nichts dazu sagen. Das war für die auch schon so ein bisschen eine Ehrverletzung. Ja, der Franz hat dann gesagt, seid ruhig, ihr Treter, hat er immer gesagt. Seid ruhig, ihr Treter. Der Fritz, der konnte aber eine Techniker sein zu uns. Ja, genau, der Papa war doch alle Spülmacher-Typen, oder? Wir hätten doch all die 10 verdient gehabt. Bitz, jetzt gelingen auch die Tricks. Ich sehe so etwas ungern, einen geschlagenen Gegner auf diese Weise, ich möchte beinahe sagen, vorzuführen. Aber jetzt geht es wieder los. Topmöller, Ackermann. Wieder Ackermann und Laumen. Herrlich die Ecke ausgesucht, 7:4 in der 89. Minute. Das war auch der Endstand. Die Bayern haben sich diese Niederlage selbst zuzuschreiben. In einer Phase, wo sie klar überlegen waren, versäumten sie es, den Gegner endgültig zu schlagen. Das soll aber auf keinen Fall die hervorragende Leistung der Lauterer schmälen, die fast hoffnungslos zurückgefallen, ihre Chance erkannten und sie auch entschlossen nutzten. Ja, man lag sich einfach nur in den Armen und hat sich eigentlich fassungslos angeschaut angesichts des Ergebnisses. Ich habe noch niemals die Westkurve so glücklich gesehen. Die ganze Westkurve, ein Kloß, alles hat sich umarmt, es war wunderschön. Ich weiß, dass mein Cousin damals im Stadion war, der war Bayern-Fan, der hat geheult, als er nach Hause kam. Fremde Menschen fielen sich in die Arme, Männer weinten hemmungslos. In der zweiten Halbzeit, an unsere gespielt wie die Hergewehr. Da war was los, 6 Eier, dem Meier in der Kaste. Ha. Die erste 2 habe ich nicht so richtig mitgekriegt. Beim dritten hat mir der Paul aber dann so fest auf die Schulter geschlagen, dass ich es halt noch spiele. Beim vierten ist einer vom Bord gefallen. Beim fünften ist dem anderen sein Beukistchen zusammengekracht. Beim sechsten hat der Paul vor Rehung geheilt. Was ich nie vergessen werde, ist, als das Spiel zu Ende war, der Trainer war der Erich Ribbeck, der saß auch wie benommen auf seinem Platz. Und es rollten ihm dicke Tränen der Freude über die Wangen. Zum ersten Mal, dass ich einen Trainer weinen gesehen habe. Zum ersten und zum letzten Mal. So hat ihm das mitgenommen. FCK, Bayern München, 7:4. Was fällt Ihnen als allererstes ein? Dass ich, glaube ich, nach dem Spiel, dass mir die Tränen geflossen sind. Nicht vor Trauer, sondern, was weiß ich, vor Freude oder weil die Anspannung abfiel. Die Schlagzeile selbst in der Zeitung war, glaube ich, Ribbeck geht auf die Knie und weint. Ist Ihnen das so präsent geblieben, dass das so aussieht? Nee, auf die Knie bin ich nicht gegangen, weil ich ja, das geht gar nicht bei mir, oder ging auch damals schon nicht, weil ich ja an meinem rechten Knie 6 Operationen habe und mich überhaupt nicht mehr knien kann. Das war einfach nur Freude pur, ne, sodass unser Trainer auch geweint hat nach dem Spiel, hat sowas auch noch nicht erlebt, also war ganz toll. Das war wirklich in der Kabine eigentlich erstmal nur ein normaler Sieg und diese ganze Dimension ist erst später gekommen oder wie also, muss man sich so das vorstellen? So empfinde ich das. Ja. Das hat alles schon ein bisschen länger gedauert. Ja, also, ja. Wir hatten uns erst mal gesetzt, das war mal jetzt einmal wichtig und sie sind gar keine Worte gefallen. Also das mussten wir jetzt erst mal selber verkraften. Hm. Ja, ich glaube auch, dass wir zuerst gar nicht wussten, was wir überhaupt an dem Nachmittag da noch zustande gebracht haben. Ja, ja. Deswegen war es dann nach dem Spiel in der Kabine auch nicht so übermäßig laut. Überschwänglich. Nach und nach kam das natürlich dann raus. Herr Bitz, erzählen Sie noch mal, was danach los war. Sie sind da auch rausgekommen, noch mal aus der Kabine geduscht, weil da ging es ja logischerweise hier durch. Was war das für eine Stimmung dahin? Das war ein sehr angenehmes Gefühl für mich und glaube auch für die anderen. Denn die Leute, die waren total begeistert. Die wussten gar nicht, was ihnen geschah bei diesem Spiel. Denn wir lagen schließlich 4-1 zurück und gewinnen das Spiel noch gegen eine damals, ich sage mal, Weltklasse-Mannschaft von Bayern München mit 7-4. Das war schon was Außergewöhnliches. Als wir aus der Kabine kamen und dann die alte Ostkurve da noch sahen, da haben die Leute immer noch so da gestanden. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Die haben immer das nicht begriffen gehabt, dass wir vom 4-1 auf 7-4 das Spiel gedreht hatten.
das war, also für die damalige Zuschauer, war das ein Jahrhundertspiel. Dieses Ergebnis kam immer wieder auf den Tisch. Und vor Jahren war ich in Fort Lauderdale. Da hatte Gerd Müller ja gewohnt, jahrelang, und hat dann so ein Steakhouse. Und da sind wir da hingefahren. Und als er uns gesehen hat, hat er gewungen, hat er 7-4. Vergesse ich nie. Ja, es wurden ja immer Flachse gemacht. Also ich weiß, der erste Mal bei der Nationalmannschaft war, sagte dann der Sepp Maier zum Schwarzen, wir gucken dann mal von vorne an, sonst siehst du immer nur von hinten. Das waren so die Sprüche, die da gemacht worden sind. An jenem legendären 20. Oktober 1973 haben es die armen Schlucker aus der Pfalz den Weltstars aus München mal so richtig gezeigt. Was gab es denn eigentlich als Prämie damals für einen Sieg? 2,99 €. Nein. Holla! Die hatten, glaube ich, montags einen freien Tag bekommen. Warum ein Händedruck nach dem Spiel? Dann ist der 20%, hat gesagt, Halbtrainer muss 20% von mir. Ich glaube, es waren 400 D-Mark. 400 D-Mark, wenn ich mich recht erinnere. Ja? Oder 800. Wie, für jeden? Es war doppelt. Ich habe nämlich gerade gestern nach der Gehaltsabrechnung geschaut. Wegen dem Spiel. Für 800 Mark haben 11 Fußballer eine ganze Region glücklich gemacht. Deshalb hier die 90 Minuten noch einmal in 90 Sekunden aus drei ganz persönlichen Perspektiven. 20. Oktober 1973, ich war 11 Jahre. Ich war mit der Tochter auf der Kerbe. Zu klein für auf dem Betze, aber groß genug, um Radio zu hören. Ja, mit Mutti. Mutti war im Bad, ich im Wohnzimmer. Und das Spiel lief schon bestimmt 20, 25 Minuten. Und wir Kleinen haben natürlich nichts gesehen. Wir sind von der Osttribüne dann in die Südtribüne gepilgert. Und trotzdem Massen Menschen, keine Chance, was zu sehen. Und wir waren natürlich auch total frustriert, weil es stand schon 2-0 für Bayern. Und dann plötzlich stand es ja dann 3-0 für Bayern. Dann fiel das 3-1. Also sind wir nach Hause gegangen. Mein Elternhaus steht ja nur 300 Schritte vom Stadion entfernt. Ich bin dann auf dem Balkon, hab's Radio angemacht. Und lauf zurück, also wieder nach Hause. Und da steht so ein großer Bus von München. Und da habe ich gesagt, sie besteht auf dem Bett. Und da sagt er 4-1. Oh, so Gott. Ich ruf zur Mami, die war in der Badewanne. Da sage ich, Mami, 4-1 für Bayern. Wieder runter. Und dann 4-2, jedes Tor habe ich gemeldet. Komm Eisenbahnstraße, kommen zwei Jungs entgegen. 4-3. Und natürlich immer dann die Jubelarien aus dem Stadion auch live gehört. Kommt bis runter ans Rathaus da, stehen wieder zwei, haben so Radio an, ja, und geschrien, 7-4. Letztendlich 7-4, das konnte man beim 2-0 nicht mehr erwarten. Plötzlich ging es dann 7-4 aus, da war es los zu Hause, ja. Und die Mutti war nicht mehr in der Badewanne? Nee, die war dann auch am Radio. Eine Sensation. Ach, ich bin daheim. Ich habe mit der Kleinen heiß getanzt. Gegen Bayern München haben wir gewonnen. Ein sensationeller Tag. Im Stadion gewesen, doch nicht im Stadion gewesen und trotzdem die Atmosphäre mitbekommen. Also da hat der Fußballgott sich wirklich mal freigenommen und sich ausschließlich auf den ersten FC Kaiserslautern konzentriert. Und das war ja auch gut so. Dann war das Spiel aus und wir sind heimgeschoben. Ein paar von uns haben die Bayern verschlagen. All war mehr glücklich und zufrieden. Die Punkte waren am Betzeberg geblieben. Und der Paul und ich, wir waren ganz schön stabig. 35.000 am Betzeberg waren begeistert. Einer davon war ich. Das ist das Ding, wo ich euch unbedingt erzählen muss. Vom Betzeberger Fußballspiel erzähl ich es bloß.